Herr Bender, Spitzenspiel Söllingen gegen Grötzingen in Söllingen, Derby, zufrieden mit dem Ergebnis? Vor dem Spiel hätte ich das Ergebnis natürlich angenommen. Wenn man den Spielverlauf sieht, müssen wir mit dem Ergebnis zufrieden sein. Wir haben zwar eine sehr gute erste Halbzeit gespielt, waren bissig, aggressiv, in den Zweikämpfen drin, schnell nach vorne umgeschalten. Zweite Halbzeit schwer rausgekommen, langsam rausgekommen, mit dem Kopf nicht ganz bei der Sache gewesen. Dass dann Söllingen umgestellt hat, mit zwei Stürmer gespielt, den Druck erhöht. Auch völlig zu Recht zu den Torchancen gekommen ist, dann muss man mit dem Ergebnis zufrieden sein. Also war auf jeden Fall das Gegentor schon quasi erzwungen. Wie sehen Sie das? Der Druck von Söllingen war groß, die ersten 15, 20 Minuten nach Wiederbeginn. Ja, sie haben mächtig Gas gegeben, das ist klar. Das Spitzenreiter spielt zu Hause, die wollen alles tun, haben die Unterstützung von den Zuschauern. Von uns war es dann etwas zu wenig, zweite Halbzeit. Haben wir zu wenig dagegen gehalten, um dann wirklich hier auch mehr wie einen Punkt mitnehmen zu können. Mit der Leistung der Mannschaft heute zufrieden? Absolut. Wir haben einen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Wir haben schwere Wochen hinter uns, haben angeschlagene Spieler, verletzte Spieler. Haben auch nicht die Ergebnisse und die Leistungen auf den Platz gebracht in den letzten Tagen. Von dem her bin ich mit der gezeigten Leistung, mit der Einstellung meiner Elf absolut zufrieden. Die nächste Aufgabe wartet auf Sie daheim gegen Burbach. Wie gehen Sie das an? Völlig konzentriert. Der SV Burbach hat sich immens verstärkt in der Winterpause mit Klassenspielern, die auch schon höherklassig Fußball gespielt haben. Wir müssen konzentriert arbeiten die Woche, wir müssen Gas geben und dürfen uns nicht überraschen lassen und schon gar nicht vom Hinspielergebnis täuschen lassen. Die Rückrunde hat für Sie etwas durchwachsen begonnen. Nur ein Sieg, ansonsten zwei Niederlagen, jetzt ein Unentschieden. Wie bewerten Sie das? Gut, wir sind in einem Entwicklungsprozess. Wir haben ganz junge Spieler in der Mannschaft. Wir haben drei erfahrene Spieler, die das Grundgerüst stellen. Der Rest sind eigene Jugendspieler, die auch mit dem Druck umgehen müssen, der aufgebaut wird als Tabellenführer, als Tabellenzweiter, wenn man irgendwo hinkommt, der Favorit kommt, dass das schwierig ist für die junge Mannschaft. Das war uns klar. Und dass wir nicht von Spieltag 1 bis 30 da ganz oben vom Platz der Sonne grüßen können, das war uns auch bewusst. Wir wollen den Weg weitergehen, jungen, hungrigen Spielern eine Plattform zu bieten, Gas zu geben, Spaß am Fußball zu haben, schnell direkt nach vorne zu spielen, was zu bewegen, uns was zuzutrauen. Und dann sehe ich meine Mannschaft und den Verein auf einem sehr, sehr guten Weg. Was haben Sie sich für die Saison vorgenommen? Ja gut, wir wollen die Plätze und die Ergebnisse der letzten Jahre bestätigen. Wenn wir Dritter werden, Zweiter in der Relegation scheitern, letztes Jahr im Pokalfinale spielen, dann von Haus aus zu sagen, wir wollen nur Fünfter, Sechster, Siebter zu werden, das wäre nicht realistisch und das wäre auch nicht mein Anspruch als Trainer. Wir stehen auf Tabellenplatz 2 oder standen auf Tabellenplatz 2 vor dem Spiel. Da wollen wir oben dranbleiben, wir wollen Gas geben und nehmen alles mit, was kommt. Herr Bender, ich danke Ihnen vielmals für das Interview und wünsche noch viel Erfolg. Vielen Dank.